Guten Morgen. Oder es ist nicht mehr ganz morgen, vielleicht haben die einen oder anderen schon Hunger bald. Appetit auf ein gutes Buffet, das dann wieder ansteht wahrscheinlich. Gestern war das ja eine hervorragende Organisation. Mein Name ist Ari Biland. Ich bin Produktmanager im Bereich Digital Banking bei Finova Bankware. Und das zweite Herz in meiner Brust, ich bin Professional Scrum Trainer bei Scrum.org. Und als ich vor einigen Jahren eine Stelle gesucht habe als Scrum Master, da gab es so auf den einschlägigen Jobportalen gab es vielleicht ein bis zwei entsprechende Positionen ausgeschrieben. Und die waren von einer alteingesessenen Basler Versicherung. Hat jemand eine Ahnung hier, wer das war oder arbeitet vielleicht sogar da? Das waren damals die Vorreiter für Agilität in der Schweiz. Eine alteingesessene Basler Versicherung. Und jetzt in Vorbereitung auf diesen Vortrag hier habe ich das wieder gemacht und das Resultat hier. Jobs.ch. 223 Treffer mit dem Stichwort Scrum Master. Vor einigen Monaten waren das noch 50. Also ich glaube, die haben einfach die Fuzzy Search etwas verbessert gegenüber von vor einigen Monaten. Aber nichtsdestotrotz eine signifikante Zunahme gegenüber von vor einigen Jahren. Und die Frage ist natürlich, heißt das, dass Scrum und dementsprechend die Rolle des Scrum Masters in den Organisationen angekommen ist? Wer im Raum ist als Scrum Master tätig? Haben wir Agile Coaches? Haben wir Führungskräfte vielleicht sogar ein paar? Ja? Sehr schön. Wie wir an dieser Konferenz hier sehen, ist Agilität ziemlich en vogue. Und alle von euch werden diese Gespräche kennen. In den Organisationen, in denen wir unterwegs sind, da ist Agilität und das Stichwort Agile sehr häufig auch in den Unternehmensvisionen verankert. Und in den Gesprächen merken wir dann aber, ja, dass die Definition von Agilität dann meistens nicht der entspricht, die wir selbst dann haben aufgrund vom Agile Manifesto. Und trotzdem verleitet so die Präsenz dieses Begriffes dazu anzunehmen, dass wir angekommen sind. Die Situation ist für mich eher vergleichbar mit dem Ereignis der letzten Leichtathletik-Europameisterschaften, 5000 Meter Lauf. Die Israelin Salpeter, die hat eine Runde zu früh gedacht, sie sei im Ziel. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Und so, denke ich, geht es auch uns im Bereich Agilität. 18 Jahre nach dem Agile Manifesto, 25 Jahre nach der ersten Erwähnung von Scrum im Kontext mit Produktentwicklung. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind weit vom Ziel entfernt. Zum Beispiel, sehr viele Unternehmen kennen nach wie vor Projekte. Einen Fokus auf Projekte anstelle auf Produktentwicklung. Und sehr viele Unternehmen haben keine Limite auf Work in Progress. Die haben nach wie vor die Annahme, wenn wir früher anfangen, sind wir früher fertig. Und zentrale Entscheidungsinstanzen sind omnipräsent. Keine dezentralen Entscheidungen. Und Scrum, wie gesagt, 80% der Teams, die sagen, sie arbeiten agil, arbeiten mit Scrum. Wenige bis fast keine dieser Teams erreichen einen Done Product Increment spätestens am Ende eines Sprints. Und die Retrospektiven und die Daily Scrums, die finden selten bis nie statt. Spätestens dann, wenn Stress da ist, weil man muss ja liefern, dann kommt es häufig vor, dass die Retrospektiven eliminiert werden. Die Daily Scrums, die finden dann nicht täglich statt, sondern vielleicht zweimal die Woche. Und sehr häufig auch eine inkonsistente Sprintdauer. Und alle diese Themen, die kennt ihr wahrscheinlich, aus eurer Arbeit besser noch als ich, aus eurer Arbeit als Scrum Master. Und letztendlich könnte man sagen, ja, was kümmert uns das?
Wir können doch machen, was wir wollen. Richard Hanhausen, ein Kollege bei Scrum.org von mir. Letztendlich ist allen egal. Aber vielleicht sollten wir dem dann nicht Scrum sagen. Vor allem dann nicht, wenn es schief geht. Weil wenn wir das machen, dann leisten wir der Agilität und auch Scrum einen Bärendienst. Solches Scrum trägt eher schlecht als recht zur Agilität bei. Und auf all diese Punkte möchte ich eigentlich gar nicht zentral eingehen, weil ihr kennt die, wie gesagt, wahrscheinlich aus eurer Realität, eurem Alltag sehr gut auch. Aber ich möchte euch einladen, die Herausforderungen von Scrum Mastern zu reflektieren. Und die erste Frage ist dann natürlich, ja, was macht denn dieser Scrum Master eigentlich? Bei einem Mitglied des Dev-Teams ist das noch klar, oder? Das Dev-Team, ja, das sind die, die die Arbeit machen, das sind die, die das Produkt bauen. Und beim Product Owner oder bei der Product Ownerin ist auch klar, ja, das ist die Person mit den Visionen. Die gibt die Richtung vor, wo wir hinwollen. Aber der Scrum Master und der Consultant, der da ins Unternehmen kommt und erzählt, der sagt, ja, das ist die Person, ihr gehört der Prozess. Das ist die Person, die das Team begleitet in der Zusammenarbeit, weil die brauchen das. Und was der Consultant dann vielleicht denkt, aber nicht unbedingt sagt, weil ihm gegenüber sitzt dann der Kunde, das ist wahrscheinlich eine Führungskraft, das ist die Person, die auch mit dem Management arbeiten, weil eigentlich haben die es ja vor allem nötig. Und der Kunde hört dazu, den Ausführungen, ja, Prozess und begleitet das Team und so, und dann platzt es aus ihm raus, und das kennt er wahrscheinlich ebenfalls. Ja. Und das soll ein Vollzeitjob sein. Und da sind wir bei der ersten Herausforderung. Scrum Master als Vollzeitposition. Und die darunterliegende Annahme ist, ja, kann denn dieses Scrum so schwierig sein? Das ist ein einfacher Prozess. Und brauchen wir dazu wirklich einen Vollzeit-Scrum Master? Der springende Punkt für mich da ist, ein Scrum Master braucht spezifisches Wissen, spezifische Fähigkeiten, spezifische Kompetenzen. Und die sind nicht unbedingt dieselben wie bei einem Mitglied des Dev-Teams und auch nicht dieselben wie bei einem PO. Wer von euch ist Vollzeit-Scrum Master? Sehr schön. Doch einige, noch nicht ganz alle. Und wenn wir da an dieser Herausforderung arbeiten und dann letztendlich als Vollzeit-Scrum Master an ein Team begleiten oder vielleicht zwei Teams auch begleiten, wir moderieren Retrospektiven, wir lösen Abhängigkeiten für das Team hin zu anderen Teams, wir administrieren Jira-Tickets und wir machen das alles mit ganz guter Absicht. Und letztendlich aber wahrscheinlich aus einem Missverständnis von Servant Leadership. Ich bin vor einigen Monaten bin ich umgezogen. Und wie das bei einem Umzug so ist, man hat eine schöne neue Räume, die sind ganz leer. Und die Frage ist da, ja, wo kommen dann all die Dinge hin, die da kommen mit dem Umzug? Und die ersten paar Sachen, die kommen da wirklich an den Ort hin, wo man sie gedacht hat. Und dann irgendwann stellt man die Dinge dann vielleicht da in den Schrank, wo es einfach noch Platz hat. Und die Kommode, die steht dann da im Flur, vielleicht nicht da, wo sie wirklich hin sollte. Aber ja, jetzt im Moment ist das gut genug. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei einem Umzug. Bei mir ist auf jeden Fall jetzt die Situation, einige Monate später, einige dieser Dinge, um nicht zu sagen viele dieser Dinge, die stehen immer noch da, wo sie eigentlich nur hätten sein sollen für kurze Zeit. Und das ist genau die Gefahr beim Scrum Master. Wenn wir all diese Aufgaben für das Team übernehmen, mit guter Absicht, dann ist die Gefahr, dass die da bei uns liegen bleiben.
Und die Gefahr ist, dass wir nicht mehr Zeit haben, wirklich das zu tun, was wir als Scrum Master eigentlich tun sollten und wozu wir da sind. Nämlich Scrum, uns um Scrum zu kümmern. Beispielsweise gute Retros vorzubereiten, durchzuführen, nachzubereiten. Impediments in der Organisation zu lösen. Die Scrum Values im Team leben zu lassen, zum Leben zu bringen. Weil sehr viel von unserer Zeit geht dann dafür drauf, dass wir Jira-Tickets administrieren, dass wir Abhängigkeiten für die Teams lösen, weil ja, das ist ja eine Entlastung für das Team. Und wir limitieren durch diese Haltung, durch all diese Aufgaben auch die effektive Selbstorganisation im Team. Und wir werden dann dadurch zu einem limitierenden Faktor für die Selbstorganisation. Und dann wird es wahrscheinlich den Moment geben, wo das Team wirklich gut zusammenarbeitet, regelmäßig, spätestens am Ende eines Sprints, haben wir diese Done Product Increments. Die Retrospektiven, die funktionieren gut. Die Daily Scrums, die finden statt und brauchen nicht mehr unsere volle Aufmerksamkeit. So eine Situation nehmen wir auch gerne. Das ist dann Smooth Sailing. Entspannend. Und für uns Scrum Master ist das aber eigentlich die gute Gelegenheit, den Blick über das Team hinaus in die Organisation zu wenden. Und da sieht dann wahrscheinlich nicht alles ganz so smooth und so ruhig aus. Was wir da sehen, ist eine Optimierung auf Auslastung. Die Organisation, die stellt sicher, dass alle beschäftigt sind. Weil wir bezahlen die ja. Die müssen ja was arbeiten. Wir haben ein fehlendes Alignment. Verschiedene Teams, die rennen in unterschiedliche Richtungen. Weil der Fokus in der Organisation ist nicht klar. Es ist nicht klar, ja, was ist denn jetzt das wichtigste Thema für die ganze Organisation? Und wir haben ein veraltetes Führungsverständnis. Geht einher mit diesen Punkten hier. Teamleiter, die dann quer am ganzen Scrum vorbei Aufträge verteilen, Einfluss zu nehmen probieren. Und was wir dann machen als Scrum Master ist, wir wollen Transparenz schaffen, empirische Prozesskontrolle, weil das ist das, was wir gerne machen. Wir wenden gerne empirische Prozesskontrolle an. Also Transparenz schaffen, in die Organisation gehen, hin zum Management gehen und an die Tür klopfen und sagen, hey, wir haben hier ein paar Themen, ich möchte die mit euch besprechen. Aber es macht euch niemand diese Tür auf. Weil die Führungskraft, die denkt, ja, was will jetzt dieser Scrum Master bei mir? Der arbeitet doch sonst mit dem Team. Und was klopft er jetzt bei mir als Bereichsleiter an die Tür und will diskutieren? Herausforderung Nummer 3, der Scrum Master wird nicht als Change Agent anerkannt in der Organisation. Und wichtig ist, wenn wir dann doch erreichen, dass jemand dann diese Tür öffnet. Gutes Timing. Nicht Budget. Sehr schön. Wenn der Gastgeber wirklich, wie wenn das geplant gewesen wäre, war es nicht, natürlich. Wenn der Gastgeber dann die Tür aufmacht, dann wäre gut, wenn wir die Sprache des Gastgebers auch sprechen können. Das heißt, wenn wir die Probleme und deren Auswirkungen im Unternehmen kurz, präzise, prägnant auf den Punkt bringen können, dass wir die Vorteile von Scrum und Agilität mit Fokus auf Kosten und Nutzen erklären können. In 3 Minuten. Weil Agilität ist kein Selbstzweck. Weshalb wollen wir Agilität in einem Unternehmen? Weshalb macht das Sinn? Weshalb macht auch Scrum Sinn? Und was sind die Risiken für eine Organisation, wenn wir in diese Richtung gehen? Und die Themen, die gehen aber weiter. Ja, was sind die Konsequenzen von zum Beispiel Fixed Time, Fixed Scope?
Was sind die Konsequenzen, wenn wir Kunden feste Lieferversprechungen machen auf einen bestimmten Zeitpunkt? Was geschieht dann mit der Agilität in einem Unternehmen? Was sind die Konsequenzen von stetig ändernder Teamzusammensetzung? Projektteams, die kommen zusammen für 3 Monate und dann gehen sie wieder auseinander, kommen nächste Person zusammen. Für uns ist das absolut klar. Management, überraschenderweise, für mich noch immer nicht. Oder auch die Konsequenzen von Multitasking, eben aufgrund fehlender Wippelmitten zum Beispiel. Der Effekt davon auf die Produktivität des Menschen, aber auch vom ganzen Teams. Und die Frage ist, wann habt ihr als Scrum Master zuletzt solche Themen mit Management, mit Führungskräften angesprochen, diskutiert? Und weshalb ist das so lange her? Und wenn das passiert, wenn jemand diese Tür öffnet, seid ihr dann wirklich bereit dazu, diese Diskussionen zu führen und diese Themen anzusprechen? So, dass Management sie verstehen kann und verstehen will. Und da sind wir bei Herausforderung Nummer 4, nämlich wir selbst. Es ist absolut klar, dass wir nach wie vor als Pioniere in den Unternehmen unterwegs sind. Auch 18 Jahre nach dem Agile Manifesto, 25 Jahre nach Scrum. Wir sind immer noch Pioniere in den Unternehmen. Und wie das in den Unternehmen und Organisationen passiert, ist das ähnlich wie bei uns. Wenn Stress aufkommt, dann kommen alte Muster zum Tragen. Und da eine Veränderung herbeizuführen, das braucht sehr, sehr langen Atem, das braucht sehr, sehr viel Zeit. Und da fehlt uns auch immer mal wieder die Energie dazu. Kommt hinzu, dass wir als Scrum Master und eben als diese Pioniere immer mal wieder auch einfach uns auch zugehörig fühlen wollen. Das ist ein elementar wichtiger Teil von uns Menschen. Wir möchten zugehörig sein. Und als Pioniere bewegen wir uns in den Unternehmen und wir bringen Themen zur Sprache, die dann vielleicht nicht angenehm sind. Und wir sind dann die Exoten, ja, diese komischen Agilen. Fritzen. Und es ist auch klar, dass wir dann immer mal wieder Angst haben, auch den Job zu verlieren, zum Beispiel, wenn wir Tabuthemen ansprechen müssten, sollten oder vielleicht auch wollen in den Unternehmen. Und da können wir uns selbst vor allem auch mit sehr, sehr viel Empathie begegnen und diese Ängste und Bedürfnisse auch einfach mal anerkennen. Und zum Beispiel an so einer Konferenz dann das Gefühl von Zugehörigkeit auch finden. Das finde ich immer sehr schön an den Konferenzen, dass man dann nicht der komische Querkopf ist im Ganzen. Aber die Frage ist auch, wenn nicht wir diese Themen zur Sprache bringen und diese Diskussionen und Kontroversen führen in den Unternehmen, wer macht es dann? Und es ist nicht unsere Pflicht als Scrum Master, genau das zu tun. Und geht es da nicht auch um Professionalität und um Berufsstolz unserer Rolle gegenüber, unserer Aufgabe gegenüber? Und haben wir uns letztendlich auch wirklich genügend mit der Verantwortung auseinandergesetzt, die diese Rolle Scrum Master mit sich bringt? Und dann ist natürlich die Frage noch, wo bleibt Scrum in diesem ganzen Themenkreis? Weil wir sind ja Scrum Master. Wo bleibt diese empirische Prozesskontrolle, Transparency, Inspection, Adaptation? Und wie nutzen wir beispielsweise die Scrum Values in der Arbeit mit unseren Teams? Und haben wir uns auch genügend mit diesem Scrum-Framework, diesem einfachen Framework auseinandergesetzt? Kennen wir diese 11 Elemente fundiert gut genug? Und wissen wir, weshalb die da sind? Und der Einfachheit halber können wir uns dann natürlich auch Agile Coach nennen. Das bewahrt uns dann davor, dass wir uns mit all diesen Themen fundiert auseinandersetzen müssen.
Und es bewahrt uns auch vor einem gewissen Dogmatismus, der diesem Scrum Master anhaftet. Weil es sind ja nicht alle Unternehmen gleich und man kann nicht alle Unternehmen über die gleiche Leiste brechen. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, ja, da wo es wirklich passiert, das ist die Skalierung. Da werden die wirklich entscheidenden Entscheidungen getroffen. Und wenn wir das dann machen, dann nennen wir uns dann Enterprise Agile Coach. Oder wir kommen aus dem Projektleitungskontext und wir haben festgestellt, dass ja, so die Mandate als externer Projektleiter, die sind jetzt nicht mehr ganz so reichhaltig. Und sich als Projektleiter anzupreisen, das ist jetzt nicht mehr so sexy im Moment. Und auch dann nennen wir uns Agile Coach, weil dann können wir einfach auch in diesem großen Teich der Agilität mitschwimmen. Und natürlich müssen wir dann Scrum nicht wirklich fundiert kennen. Aber sei es skaliert oder nicht, was bleibt von Skalierung, wenn dieser einfache Feedback Loop, dieser Closed Learning Loop auf Teamstufe nicht funktioniert? Was bringt dann die Skalierung? Wenn die empirische Prozesskontrolle für ein Team nicht funktioniert, was skalieren wir dann? Unsere Aufgabe als Scrum Master ist, dass wir uns für unser Team und für Scrum einsetzen. Und dazu müssen wir diese Aufgabe ernst nehmen, so ernst wie niemand sonst, weil außer uns tut es sonst niemand. Das ist unser Job, das macht unsere Professionalität aus und das braucht immer wahnsinnig viel Mut auch, Mut, unbequeme Fragen zu stellen. Es braucht Commitment, dass wir uns für Scrum und unser Team einsetzen, und zwar unermüdlich einsetzen. Und es braucht vor allem auch ganz viel Fokus. Fokus nicht, alles gleichzeitig tun zu wollen, sondern einen Schritt nach dem anderen. Und ich möchte euch als Scrum Master einladen, Schluss mit cool zu machen, was Scrum Master angeht, und euch mit dieser Verantwortung, dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. Und wünsche euch viel Vergnügen dabei. Jetzt gibt es Fragen, die eine oder andere Frage. Wer macht den Eisbrecher? Brauchst du ein Mikro oder? Ich würde sagen, nimm doch ein Mikro, weil für die Online-Konferenz ist das, glaube ich, besser. Mein Name ist Adrian Christen. Meine Frage ist, wir haben das hier in dem Ecke angefangen anschneiden und diskutieren. Die Herausforderung ist ja auch, die Selbstorganisation zu einem gewissen Teil zu fördern oder zuzulassen. Das ist ein ehrbares Ziel, oder? Als Scrum Master. Und wie gehst du jetzt damit um, wegen Schluss mit Cool zum Beispiel, wenn das Team mit dem Vorschlag kommt, die Retrospektive jedes zweite Mal durchzuführen? Was ist so deine Empfehlung als erfahrener Scrum Master, Ari? Die Retrospektive jedes zweite Mal und der Vorschlag kommt ja vom Team und wir wollen, also ist insofern ein Aspekt von Selbstorganisation. Ja. Ja. Also der Punkt ist auch, dass natürlich man als Scrum Master versucht, die Empirie zu erläutern, Verbesserungsprozess vorzustellen, die Fragen zu stellen, ja, wie stellt ihr euch denn das vor? Mhm. Und die Situation war effektiv auch die, jetzt ist ein konkretes Beispiel, wo ein Team gesagt hat, okay, wir bekennen uns zu einem Experiment.
zeitlich begrenzt. Und meine Hoffnung war, dass man dann zur Einsicht kommt, sage ich mal, dass das eine dumme Idee ist. Aber das Experiment ist leider in die andere Richtung ausgegangen. Also ist auch ein Learning natürlich. Es hat sich bewährt. Genau, und man führt es jetzt einfach auch weiter. Also jetzt ohne den Kontext im Detail zu kennen, für mich würde es, glaube ich, darum gehen, zu verstehen, woher kommt der Wunsch des Teams, diese Retrospektive nur noch jeden zweiten Sprint durchzuführen und verstehen zu können, ja, was steckt dahinter? Also eine Ursachenanalyse, Anführungszeichen, zu machen, Five Whys beispielsweise, um dann nicht ein Symptom zu bekämpfen, erstmal. Spekulieren könnte man jetzt über mögliche Gründe oder Stress in der Organisation, Lieferverpflichtungen und so weiter. Das ist aber spekuliert. Und dann ist eigentlich die Antwort ist dann wiederum relativ klar, wenn wir das Scrum Framework anschauen. Selbstorganisation ja, innerhalb von gewissen Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen, wenn wir als Scrum-Team unterwegs sind, die sind die Regeln von Scrum. Und unsere Aufgabe als Scrum-Master ist es, dafür zu schauen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Und da sage ich im vollen Bewusstsein, dass einfach die Regeln durchsetzen, weil das die Regeln sind, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. aber so vom Rollenverständnis von Scrum Master ist es klar, dann hättest du die Autorität zu entscheiden, nein, das machen wir nicht. Auf diese Autorität willst du aber wahrscheinlich nur als letzte Möglichkeit zurückgreifen. Also für mich viel wichtiger als das wäre wirklich das Verstehen, weshalb entsteht dieser Wunsch. Das wäre bei mir an erster Stelle. Ja. Und dann würde ich davon ausgehen, dass das Eliminieren der Retrospektive ziemlich sicher dieses Problem nicht lösen wird. Okay? Okay. Weitere Fragen? Mein Name ist Dominik. Du hast es bereits angesprochen, dass wir, wenn wir über diese klassische Scrum Master Rolle hinausgehen und in der Organisation tätig werden, dass wir uns dann Agile Coaches oder Agile Enterprise Coaches nennen können und so weiter. Ich treffe das immer wieder an, dass ich es schwierig finde, gerade bei erfahrenen Scrum Mastern und die Teams betreuen, die eigentlich schon ganz gut selbst laufen, dass die dann Schwierigkeiten haben, ein gesundes Label für sich zu finden. Wie sie auftreten können. Was ist da dein Vorschlag? Weil ich habe so das Gefühl, Agile Coach oder eben Enterprise Agile Coach ist nicht das, was du vorschlägst. Also so meine Definition von Agile Coach und Scrum Master ist, wenn ich ein Scrum-Team begleite und schaue dafür, dass Scrum im Unternehmen auch gute Rahmenbedingungen vorfindet, dann bin ich Scrum Master. Und effektiv kann es aber sein, dass wir uns für Agilität einsetzen, ohne diese Aufgabe mit einem Team als Scrum Master wahrzunehmen. Und dann ist es wahrscheinlich Agile Coach ein sinnvollerer Begriff. Ich störe mich nicht primär am Begriff Agile Coach, sondern vielmehr an eben den Effekten dieses Buzzwording Agile und den Konsequenzen, die das für Agilität hat. Das ist eigentlich eher das, was für mich kritisch ist. Dass wir wirklich ein gutes, profundes Verständnis haben von dem, was wir tun und uns nicht einfach ein Label geben, ohne dieses Verständnis zu haben. So. Ja, weil das... Genau. Aber ist denn da das Label Scrum Master irgendwann, wenn ich sage, ich arbeite nicht mehr mit, ich schaffe die Rahmenbedingungen für gutes Scrum, bin ich dann tatsächlich noch verantwortlich für die Umsetzung des Scrum und darf ich mich dann noch Scrum Master nennen? Ich finde das zum Teil schwierig.
Also findest du es schwierig, dich Scrum Master nennen zu können, weil du das Gefühl hast, das ist eigentlich nicht das, was du tust? Ja, weil ich eigentlich über diese Umsetzung von Scrum hinausgewachsen bin, weil ich nun in der Organisation noch die Rahmenbedingungen dafür schaffe, dass in der Organisation dann irgendwie als Diskrepanz wahrgenommen wird. Ja, ich glaube, die Frage ist wahrscheinlich, wie ist das Verständnis der Organisation für diesen Begriff? Und da ist eben das Verständnis sehr häufig, ja, ein Scrum Master arbeitet mit einem Team und ist nur dann Scrum Master, wenn er oder sie mit einem Team arbeitet. Und sonst passt das nicht mehr. Eben der Scrum Master, der dann mit Führungskräften reden möchte und die sagen, ja, was macht er hier auf dem 5. Stock bei mir? So. Ich glaube, das Problem ist dann nicht der Begriff, den du dir gibst oder das Label, das du dir nimmst, sondern das Verständnis des Labels in der Organisation. Und da ist einfach, ich bin da ziemlich pragmatisch, oder meine Jobbezeichnung ist Produktmanager, weil das ist, die Organisation gibt mir dieses Label. Effektiv würde ich mich jetzt als PO bezeichnen. Na gut. Ich kann jetzt da gegen Windmühlen ankämpfen und sagen, ja, ich bin aber PO, aber da sehe ich jetzt nicht so viel Wert darin. Ja. Die zweite Frage, die so noch ein wenig mitschwingt, ja, ist häufig das oder das Empfinden von, ja, erst bin ich Scrum Master und wenn ich dann mehr Kompetenzen habe und mehr Erfahrung mir aneigen, dann bin ich ein Agile Coach und dann, wenn ich viel Kompetenzen mir da angeeignet habe, dann bin ich dann Enterprise Agile Coach. Und diese Hierarchie, die finde ich zutiefst irritierend und störend. Ja. Danke. Weitere Fragen? Wir haben noch ziemlich viel Zeit. Stefan, mein Name. Ich habe vorher gelernt, du liebst provokative Fragen. Wir hatten mal eine Management, respektive eine Agilitätsberatungsfirma bei uns im Haus. Die hat gesagt, pass auf, zu uns Management. Ein Scrum Master sorgt dafür, dass das Team besser und schneller wird. Und wenn er das nicht mehr kann, dann kann man den austauschen. Wie stehst du dazu? Jeff Sutherland hat ja vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, impliziert, das Team muss schneller werden. Ich bin nicht sicher, ob er diesen Titel selbst gewählt hat oder ob das eher so der Verlag oder Publisher war, der da einen provokativen Titel gesucht hat. Ich habe die Diskussion häufig bei uns auch, ja, wie ist jetzt dieser Feature Speed? Und was, weshalb ist er so tief? Weshalb sind wir nicht schneller? Also wenn diese Velocity oder diese Geschwindigkeit des Teams zum Selbstzweck wird, einfach schnell sein zu wollen, dann hat das für mich keinen Wert. Und die Frage ist für mich dann falsch gestellt. Also schaffen wir Wert? Ist das, was das Team macht, ist das wertvoll? Ich glaube, es gibt in einem Lebenszyklus eines Teams sehr wohl, kann es hilfreich sein oder spannend sein, wenn ein Scrum Master seine Rolle abgibt und vielleicht zu einem nächsten Team geht und ein anderer Scrum Master kommt dazu. Ich würde jetzt die Velocity da nicht als Indikator dafür hernehmen, dass es Zeit ist, diese Rolle zu tauschen oder zu wechseln. Ja, ich würde sagen, es gibt andere Indikatoren, die aber vor allem ein Scrum Master sich selbst auch stellen muss. Ja, wie abhängig ist das Team von mir selbst als Scrum Master? Wie regelmäßig schafft dieses Team einen Down Product Increment zum Beispiel? Das wären für mich Fragen, die Indikatoren sind für einen Scrum Master, ob er oder sie wirklich einen guten Job mit diesem Team macht, aber nicht einen guten Job im Sinne von Performance Review Ende des Jahres und dann hängen wir einen Bonus dran, sondern einfach, um sich selbst zu reflektieren. Hilft dir das? Sehr. Mhm. Das ist gerade etwas.
Martin Ineichen, mein Name, ich bin Scrum Master bei CSS. Ich kann nicht mit ganz allem mich einverstanden erklären, was du gerade gesagt hast, weil der Wert per se schafft nicht der Scrum Master, sondern dort hat der PO eine ganz bedeutende Rolle. In dem Sinne kann er da wohl dazu beitragen, aber eigentlich nicht dafür in Verantwortung gezogen werden. Das ist eh nicht das Thema eigentlich. Und zum anderen, ich meine, wenn ein Team nicht performt, kann das ganz verschiedene Gründe haben. Es muss auch nicht im Team liegen, es kann ja auch im Umfeld sein. Es ist vielleicht gar nicht möglich, dass gerade im Management, dass der Scrum Master diese Impediments oder das Team diese Impediments lösen kann. Also ich glaube, da ist das, ich finde das ganz, also du hast es angedeutet, es ist viel zu kurz gefasst, irgendwo Geschwindigkeit. Ja. Schönes Beispiel, Fußball, wenn das Team nicht funktioniert, tauscht man den Trainer aus, es gibt vielleicht ganz andere Gründe. Also man kann Trainer austauschen, ob es dann besser wird. Ja, also ich bin 100% mit dem einverstanden, was du sagst. Was ich meinte mit dem Wert ist eher eine Orientierung auf den Wert ist für ein Unternehmen sinnvoller als Orientierung auf Velocity. Unabhängig von wer diesen Wert schafft. Ich glaube, da ist schon auch PO und Team leisten da einen signifikant größeren Beitrag als ein Scrum Master. Ja. Und mit dem ganzen Rest 100% deiner Meinung. Da hinten haben wir noch eine Frage. Dominik Berg, mein Name. Die Frage wäre, in einem gut funktionierenden Team braucht es ja eigentlich gar keinen Scrum Master, oder? Ich habe da letzte Woche eine Analogie gehört, war ich bei der Swisscom, fand die Analogie wirklich sehr spannend, finde auch spannend, was die Swisscom, abgesehen davon, wie die unterwegs sind. Die Analogie war zum Fußball, auch hier wieder, wie wir von, ich glaube Martin war der Name, gell? Analogie zum Fußball. Ein Fußballverein in einer tieferen Liga hat vielleicht einen Coach oder einen Trainer. Und dann, wenn wir in die Champions League gehen, da war die Analogie, ja, da haben wir 5 Trainer oder noch mehr. Also die Frage wäre da, wenn das Team gut unterwegs ist, brauchen wir dann wirklich keinen Trainer mehr, Trainer im Sinne von Scrum Master, oder brauchen wir vielleicht noch mehr? Ich glaube, die Aufgabe des Scrum Masters, sie wird sich ändern, oder? Von einem Fokus auf das Team und erklären von Scrum und wie Scrum funktioniert, geht es über die Lebenszeit eines Teams dann viel mehr Richtung vielleicht Technical Excellence, dass das Team wirklich sich mit den technischen Themen auseinandersetzt und die auch fundiert kennenlernt und anwenden lernt und hin Richtung Organisation. Ich glaube, nicht, dass es für unsere Liga jetzt hilfreich wäre, wenn wir dann den Scrum Master einfach rausnehmen nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, das würde nicht der Sache nicht dienen. Ich glaube, wir spielen da noch nicht in einer Liga mit, wo wir gerne wären, wahrscheinlich. Was ich damit meine, um das konkret zu sagen, Spotify zum Beispiel, die haben einen Pool von Agile Coaches und die Teams, die können in Selbstverantwortung diese Coaches dazu nehmen, so wie sie das hilfreich sehen. Also da ist dieses Setup viel fluider als einfach Scrum-Team mit einem Scrum-Master dazu. Aber ich glaube eben, uns mit Spotify zu vergleichen, ist wahrscheinlich für die wenigsten Unternehmen hier wirklich hilfreich. Da stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Wir haben noch 5 Minuten, das reicht vielleicht noch 1-2 Fragen. Ja. Hallo zusammen, mein Name ist Claudio Zenarino. Frage an dich, Ari. Wie stehst du zu der Aussage, dass ein Scrum Master einen technischen oder eben keinen technischen Background braucht? Die Scrum Masterin von unserem Team jetzt im Moment, als sie das Team übernommen hat, hat sie gesagt, ja, sie will Zeit mit den Entwicklern verbringen, sie will sich hinsetzen zu den Entwicklern, sie will verstehen, was die Probleme sind, die ein Entwickler in seinem Alltag hat. Sie will verstehen, wie die Arbeit auch funktioniert.
finde ich einen sehr spannenden Ansatz und auch ich ist ähnlich Gemba, oder wie wollen wir eine als Führungskraft in einem Unternehmen tätig sein, wenn wir die Arbeit nicht verstehen, die die Leute wirklich tun. Ich glaube aber nicht, dass ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin wirklich fundierte Coding Skills braucht. Ich glaube eher, dass es ein Erkennen braucht, ja, was weiß ich denn und wo brauche ich dann Unterstützung vielleicht. Also meine technischen Fähigkeiten, ich war mal Entwickler, aber automatisiertes Testing, Code Reviews, all diese Praktiken, die kenne ich persönlich nicht fundiert. Aber ich weiß, dass es sie gibt und ich kann entsprechende Fachpersonen zum Team dazu holen, wenn das Team die braucht. Ich erwähne das vor allem hinsichtlich deinem Statement von vorhin wegen der technischen Exzellenz. Was ich feststelle, ist, dass es ein sehr großer Mehrwert bedeutet, wenn jemand zum Beispiel über Architekturkonzepte Bescheid weiß, dass er danach dann im Speziellen auch beraten kann, wie eine Skalierung geschehen kann, wie man Parallelteams fahren kann etc., was überhaupt möglich sein kann. Ja, wie stehst du dazu? Ich glaube, es kann sicher wertvoll sein. Ich glaube nicht, dass es eine zwingende Voraussetzung ist, diese Rolle wahrnehmen zu können. Die Rolle ist extrem vielfältig. Die 8 Stances of a Scrum Master, die 8 Haltungen eines Scrum Masters, gibt es verschiedene Papers dazu. Wenn wir in all diesen 8 Haltungen, technische Exzellenz ist eine davon, wenn wir in all diesen Experten sein möchten, dann würden wir uns schlicht einfach Dinge anmaßen oder zumuten, die wir nicht erfüllen können. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir erkennen, was sind unsere Stärken, wo bin ich gut, wo bin ich weniger gut und wo brauche ich dann vielleicht Support als Scrum Master auch. Ja. Macht das Sinn? Ja, danke dir. Letzte Frage von der Zeit. Yves ist mein Name und ich habe eine Frage an dich, aber vielleicht auch alle, die da sitzen. Ich habe aufmerksam zugehört, bin ich der Meinung, und ich habe so die Core-Aussage von dem versucht herauszukristallisieren, und das fällt mir persönlich jetzt schwer. Ich wäre froh, wenn wir könnte so zusammen oder du so Take-Home-Messages von dieser Session jetzt haben. Spannende, gute Frage. Da könnte man gleich validieren, ja, welche Message ist bei euch angekommen? Sehr gerne, und dann ja. Kann ich dann sagen, was meine Message war. Super, ja. Aber ich komme dann am Schluss. Wer mag sein Key Takeaway teilen? Ich hoffe, das liegt am fehlenden Mut, in der Gruppe zu reden und nicht daran, dass es nicht so klar war. Icebreaker. Danke. Also das Key Takeaway hat natürlich auch mit der persönlichen Situation zu tun. Einmal mehr an die Türen anklopfen, brave, hart spielen oder winkelriert und Message bringen. Message aber auch vorher vielleicht ein bisschen schleifen, oder? Nicht einfach hier laufen und sagen, es ist ein Scheiß. Ja. Ich glaube, dass eben Schluss mit cool und für die Werte nochmal explizit einzustehen. Auch in einem Umfeld, wo vielleicht auch eine Frustration entstanden ist. Und persönlich, und was ich merke, jetzt persönlich das Key Takeaway ist, die Ausdauer zu entwickeln. Okay, danke. Weiter? Wer möchte? Ja, hier haben wir. Ich glaube, die zentrale Message ist für mich, dass ich sage, okay, die zentrale Message für mich ist, dass ich sage, okay, ich bin zwar im Team da als Scrum Master, als Vollzeit-Scrum Master, dass den Menschen gut geht, dass wir die Produktivität steigern und so weiter und so fort, aber ich habe mein Fokus liegt jetzt, glaube ich, mehr auf dem Change Management, dass ich einfach mehr nicht nur das Management, sondern auch alles, was am Management mit dranhängt,
Also die ganzen Seitenzweige, die da dranhängen, weil wir sind relativ klein, also ein kleineres mit 60 Menschen, kleineres Unternehmen, dass zum Beispiel auch der Vertrieb mitgenommen werden muss, dass das Marketing mitgenommen werden muss. Wenn die kein Futter kriegen von uns, dann können die es auch nicht umsetzen. Mhm. Und die verstehen uns vor allen Dingen auch nicht. Das bedeutet, ich muss sie erstmal mitnehmen, ins Boot nehmen, einführen in das Ganze. Und wenn die dann verstehen, was wir tun, dann sind die wahrscheinlich auch williger, das umzusetzen. Mhm. Danke. Meine Key Message ist wirklich eine Einladung oder viel eher wahrscheinlich ein Appell, sich mit dieser Verantwortung, die Scrum Master mit sich bringt, auseinanderzusetzen. Das ist ein Appell an alle Scrum Master von euch. Und jetzt haben wir wenig Führungskräfte, aber in die Organisation eigentlich auch wirklich den Appell oder die Einladung auch da, diese Rolle ernst zu nehmen und nicht einfach auf einer Teamstufe zu parkieren. Und es geht für mich auch sehr stark um einen Berufsstolz, und das ist deshalb dieses Bild von diesem Mann hier. Der wird unheimlich stolz sein auf das, was er macht. Und er wird einen hohen Grad an Professionalität mitbringen. Und dazu möchte ich euch einladen. Wenn ihr diese Rolle wahrnehmen möchtet, wenn ihr diese Rolle übernehmen möchtet, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Danke.